Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Genau so sieht's aus. Wir versüßen Ihre Mittagspause. Jeden Tag ist hier der Chef eines Unternehmens bei uns zu Gast in den Skyline Studios. Und heute ist Altan Özmen bei mir. Schön, dass du da bist. Hi. Hi, danke schön, dass du da sein darf. Du hast uns heute auf jeden Fall was richtig Cooles und ich würde auch mal sagen, ziemlich Innovatives mitgebracht. Das kann ich schon mal verraten, aber jetzt erstmal hier bei Chef on Air bist du auch heute unser Chef. Und zwar darfst du die Musik bestimmen. Und ich sehe hier auf deiner Wunsch-Playlist, ja, was ganz Besonderes, hören wir nicht so oft bei Radio Frankfurt, Ohne mein Team. Warum hast du dich für das Lied entschieden? Genau, ich habe mich für das Lied entschieden, weil ohne mein Team würde ich nicht hier diese schöne Aussicht genießen können. Ja, gut, dann spiele ich dir den jetzt Bones MC mit Ohne mein Team, jetzt hier auf Radio Frankfurt und wir hören uns dann gleich wieder. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagmittag. Wir bringen Ihren Chef ins Radio. Jeden Tag stellen wir Ihnen ein Unternehmen vor und der Chef ist dann einfach live hier bei uns in unseren Skyline-Studios. Und heute zu Gast bei mir ist Altan Özmen. Hallöchen. Hi. Dein Unternehmen heißt Next Media und ihr habt etwas entwickelt, das heißt Call Next. Klären Sie doch alle mal auf. Was macht ihr denn genau? Also unsere App heißt Call Next. Wir sind gerade dabei, alle Basketballer auf der ganzen Welt zu verbinden. Unsere App bietet dem User verschiedene Vereine auf der ganzen Welt zu finden, verschiedene Basketballfelder und insbesondere Mitspieler around the world. Also muss ich immer fragen, wie kommt man denn auf so eine Idee? Also es ist eine sehr lange Geschichte. Ich versuche es mal so kurz wie möglich zu fassen. Ich war vor 4 Jahren war ich in Shanghai und wollte unbedingt Basketball spielen. Ich habe meine Schuhe eingepackt, Schuhgröße 48,5, nimmt die halbe Reisekoffer weg. Danach geht's nach Hongkong, nach Thailand. Du willst überall neue Leute kennenlernen. Und da drüben war halt Facebook und Google gesperrt. Und als ich nach Darmstadt zurückkam, habe ich echt tolle Menschen kennengelernt, wo ich in einem anderen Verein gespielt habe. Und habe mir gedacht, Basketball bereichert und möchte halt mit Call Next die Leute einfach verbinden und bessere Freundschaften, ein besseres Freizeitgefühl schaffen, eine bessere Afterwork-Balance und ja. Das ist ja auf jeden Fall sehr, sehr innovativ. Also ich habe das noch nicht gehört. Also im Grundprinzip gibt es das schon, aber das ist halt eine große Plattform, wo Basketball, Volleyball, Tischtennis etc. geplant werden kann. Aber Call Next ist nur explizit für die Basketballer gedacht. Das ist ja sehr gut. Ich habe ja auch immer das Gefühl, irgendwie für Fußballer und sonst was gibt es schon alles Mögliche, aber dass man da jetzt auch wirklich mal einen Fokus auf Basketballer legt, das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wie ist das denn jetzt, wenn ich jetzt Basketballer bin und mich und diese App benutzen möchte? Wie funktioniert das? Was kann ich genau damit machen? Also im Grundprinzip ist das, ich kann jetzt für jeden Menschen, zum Beispiel für einen Studenten, kann ich ein sehr gutes Beispiel geben. Wenn du aus Frankfurt nach Hamburg ziehst und du bist Basketballer, kannst du über Call Next Vereine finden. Du kannst Spieler finden, du kannst draußen Freizeitcourts finden, wo du einfach neue Freundschaften binden kannst und du bist dann einfach in der Stadt besser angekommen. Es geht darum, den Menschen zu verbinden und neue Freundschaften zu schaffen. Das klingt sehr, sehr, sehr cool. Wir quatschen gleich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr coole Idee. Und jetzt hast du aber erst nochmal einen Musikwunsch frei und ja, das ist heute ein bisschen, das würde ich mal sagen, hier Deutschrap ist dein Ding, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich feiere diese authentischen Rapper. Die sprechen die Sprache, die ich auch spreche. Also hier steht Haftbefehl. Ich roll mit meinem Besten. Genau, das geht an meine ganzen Jungs, an meine ganzen Basketballer-Freunde. Wir werden zusammen rollen die nächsten Jahre. Wir werden Basketball größer machen. Und ich freue mich drauf. Okay, dann gehen jetzt die Grüße raus an deine Basketballfreunde mit Haftbefehl und ich roll mit meinem Besten. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Jeden Tag hören Sie hier von 12 bis 13 Uhr den Chef eines Unternehmens bei uns live. Und der Gast in der heutigen Chef on Air Sendung ist Altan Özmen. Hi. Hi. Bist du noch da? Ja, ich bin definitiv noch da. Wunderbar. Du hast eine richtig coole App entwickelt. Hier dreht sich alles um das Thema Basketball. Und zwar soll die App Call Next die Basketballer auf der ganzen Welt verbinden. Und jetzt sehe ich dich ja hier und ich muss das gerade noch für die Zuhörer beschreiben. Lässige Jeans, Tattoos, also jetzt optisch nicht unbedingt so, wie man sich den typischen Chef vorstellt. Aber bist du denn in deinem Unternehmen so der typische Chef? Definitiv nicht. Also ich sehe diese Rolle Chef gar nicht. Wir sind ein Team. Wir haben alle, ich habe meine Freunde, ich sehe sie auch als eine kleine Familie. Mhm. Den Kai und der ist mein Entwickler. Dann habe ich den Jannis, der macht das Design von unserer App. Sind tolle Menschen. Ich glaube, hier muss man auch gar nicht die Rolle vom Chef raushängen lassen oder so, weil wir haben uns gefunden, wir haben uns
bereit erklärt, ein Projekt zu starten zusammen, was wirklich nur 100% Liebe ist. Leute treffen sich, Leute machen miteinander Sport. Es ist ein Produkt von nur Gutem und dabei kann auch nur Gutes rauskommen und wir verstehen uns richtig gut. Zum Beispiel Corona hat uns auseinandergebracht, aber wir waren schon viel früher in dem System drin, dass wir aus unserem Büro heraus, also jeder aus seinem Zuhause aus arbeiten kann. Und wir vermissen uns zwar jeden Tag aufs Neue und wir sehen uns auch hoffentlich bald wieder. Und ich bin nicht der Chef, ich bin der Freund von meinen Freunden. Und das ist auch so deine Firmenphilosophie, wie ich das so spüre, ne? Genau, dadurch, dass wir halt dieses Produkt haben, was wirklich was Besonderes ist, was die Leute zusammenbringt, zieht es auch immer nur gute Menschen an. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der Raphael, der ist E-Rechtler, der hilft mir beim Datenschutz, beim AGB. Mhm. Ich habe tolle Freunde, die für mich Fotos machen, Leute, die Kritik geben. Ja. Freunde laden mich zum Podcast ein. Meine Umgebung ist schön. Also die Freunde, mit denen man auch jetzt zusammenarbeitet, denkst du, das kann vielleicht auch manchmal schwierig werden oder ist das für dich wirklich nur durchaus komplett positiv? Nee, es ist komplett positiv. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Raphael zusammenarbeite, er hat einen Sohn, er ist auch Basketballer. Wenn ich ihm erkläre, hey, stell dir vor, in 5 Jahren dein Sohn benutzt die App, während du in Griechenland bist, sagt Papa, hier in 3 Kilometern Entfernung ist ein Basketballplatz, da sind 10 bis 15-Jährige in meinem Alter, mit denen würde ich gerne Basketball spielen. Mhm. Und sie bewirken genau das, was sie ihr Leben lang gespürt haben. Ja, sehr, sehr cool. Jetzt muss ich dich einfach mal danach fragen, weil ich stelle mir das so vor, du stehst ja jetzt bestimmt nicht jeden Morgen um 8 auf. Das ist ja bestimmt so, du hast wahrscheinlich mit dieser App-Entwicklung keinen geregelten Arbeitsalltag, oder? Wie sieht so dein Arbeitsalltag überhaupt aus? Also mein Arbeitsalltag ist morgens aufstehen, erstmal frühstücken, sobald ich ausgeschlafen bin. Gute Entscheidung. Also ich brauche nur so im Schnitt 8 Stunden Schlaf und dann bin ich super fit. Ja. Dann beginnt es, dann gucke ich mal in den Briefkasten, ob was da ist. Und dann schaue ich, ob die Sonne da ist. Und wenn die Sonne da ist, dann steige ich auf mein Fahrrad und fahre dann in den Bürgerpark in Darmstadt. Und ich habe mir da so bei Amazon für 10 Euro so einen Klappstuhl bestellt. Da setze ich mich rein und unterhalte mich mit den Leuten, die dort vor Ort sind. Ich frage sie, hey, wie hast du den Park gefunden? Bist du übers Internet hierher gekommen oder haben es Freunde dir empfohlen? Und arbeite, schaue, was die Leute mir erzählen, damit ich das in meine App einbauen kann. Ja, sehr cool. Jetzt muss ich aber eben einmal nochmal fragen. Arbeitest du echt nur, wenn die Sonne scheint? Ja, kann man so sagen. Also ich muss Luxus. Sagen, wenn die Sonne nicht scheint, dann schauen Freunde bei mir im Büro vorbei. Wir okay. haben ein super schönes Büro und ich unterhalte mich sehr gerne mit den Leuten und die geben mir immer Feedback. Na gut, dann bin ich jetzt doch beruhigt, weil sonst ja nur bei Sonne arbeiten, das wäre ja wirklich Traum. Na gut, dein nächster Musikwunsch. Mir hat da so ein Vögelchen gezwitschert, dass das besonders für dich ist, dieser Song. Welcher ist es denn geworden? Es ist von... Ich würde einfach mal erst gar nicht ankündigen, die Jungs werden es gleich hören. Es ist ein sehr guter Freund von mir, damals aus der Uni. Und ich weiß noch, wie er zu mir gesagt hat, so Bro, das Studium ist nichts für mich. Ich werde Rapper. Und er hat es durchgezogen und ich habe das Video kam vor 2 Monaten raus, ist bei 500.000 Klicks. Das zeigt, alles ist möglich. Jawohl, guter Abschluss und da hören wir doch jetzt mal rein. Grüße gehen raus an deine Jungs. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ganz genau. Jeden Tag ist zwischen 12 und 13 Uhr der Chef eines Unternehmens bei uns zu Gast. Und falls Sie selbst Chef sind oder Mitarbeiter und sich denken, hey, mein Chef, der muss unbedingt mal ins Radio und von unserem Unternehmen erzählen, dann können Sie sich gerne auf unserer Homepage anmelden und dann sind Sie vielleicht schon bald in unseren wunderbaren Skyline-Studios zu Gast. So wie heute Altan Özmen. Bist du noch da? Ja, auf jeden Fall. Gott sei Dank. Er bringt eine ziemlich coole App auf dem Markt, Call Next heißt sie, und zwar für Basketballer. Das soll helfen, neue Freunde, Vereine, Hallen und Co. zu finden. Also wirklich eine ziemlich, ziemlich coole Idee und wir reden auf jeden Fall gleich noch ein bisschen weiter. Aber hier geht's jetzt erstmal weiter mit einem Musikwunsch von dir, Alter. What You Like sehe ich auf deiner Wunsch-Playlist. Oh ja, auf jeden Fall. Das ist an die guten R&B-Zeiten von damals. Damals? Was heißt denn damals? Als ich 18 war, vor 13 Jahren. Okay, ja, gut. Dann schwelgen wir jetzt ein bisschen in den Erinnerungen. Und hier ist What You Like. Für dich, aber ich hoffe, du tanzt jetzt auch, wie in den auf alten Zeiten. Auf jeden Fall, wenn dann zusammen. Ja, auf jeden Fall. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Jawohl, jeden Tag holen wir einen Chef eines Unternehmens zu uns in die Skyline-Studios. Und heute ist Altan Özmen bei mir zu Gast. Bist du noch da? Ja. Gott sei Dank. Du hast die App Call Next auf den Markt gebracht. Und die soll Basketballer auf der ganzen Welt verbinden. Eine richtig coole Sache. Warum glaubst du denn, dass so eine App auch hier in Frankfurt richtig, richtig gut ankommen würde?
Eins muss ich kurz noch sagen, die App ist noch nicht da, wahrscheinlich erst in einer Woche oder in zwei Wochen. Für Frankfurt wäre das, glaube ich, eine sehr große Bereicherung. Ich glaube, wenn du zu Hause bist und siehst, wie viele Leute gerade auf dem Basketballfeld sind, dann wärst du motiviert, als Frankfurter die EZB zu besuchen am Osthafenpark und dort eine Runde mit den Jungs Basketball zu spielen. Ich weiß, die haben eine sehr große Community hier. Ja, also wenn man da vorbeiläuft, da ist eigentlich immer was los auf dem Feld. Also auf jeden Fall sehr, sehr gut wäre das für die Frankfurter. Wenn du jetzt mal ein bisschen persönlicher gehst, wo ist denn dein persönliches Ziel? Was erhoffst du dir? Also ich muss schon dazu sagen, ich beschäftige mich halt mit dem Thema schon sehr lange. Ich bin schon in so einer Phase, wo zwei Physiker, die Basketball spielen, sich über meine App kennenlernen und eventuell die Welt verändern. Okay, ja. Also in 5 Jahren, was erhoffst du dir, wo stehst du da mit der App? Ich hoffe, ich habe eine Exit-Strategie, ich möchte in 5 Jahren aussteigen, okay, und möchte mich um Darmstadt kümmern und um Frankfurt. Mhm. Ich möchte hier mit den Vereinen zusammenarbeiten, möchte das Geld, was ich erwirtschaftet habe mit der App, möchte ich dann halt im Basketball zurückgeben. Ich möchte einen schönen Verein in Darmstadt gründen und in Frankfurt. Also du hast noch auf jeden Fall große Pläne und nach der App ist auch nicht Schluss. Nee. Ich glaube, es geht um, also für mich geht es um die Kinder, den Kindern was zurückzugeben, Basketball etwas zurückzugeben. Ich komme aus dem sozialen Brennpunkt und Basketball hat mich immer vor schlimmen Sachen bewahrt. Ich bin dankbar an den Fritz, der inzwischen 80 Jahre alt ist, Basketball noch in Darmstadt spielt. Und, Fritz, Grüße. Ja, und ohne die ganzen Basketballer, wer weiß, wo ich heute stehen würde. Wunderbare Geschichte und da will ich gar nicht irgendwie weiter was zu sagen. Also wirklich inspirierend, danke dafür. Und hier geht's jetzt erstmal weiter mit unserem Supermix und da wartet jetzt Super Lonely, ein wunderbarer Song auf Sie. Der Chef on Air, Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Genau so sieht's aus, wir bringen Ihren Chef ins Radio. Jeden Tag hören Sie hier eine Stunde den Chef eines Unternehmens bei uns live im Studio. Und heute zu Gast ist Altan Özmen. Er hat die App Call Next ins Leben gerufen. Die ist auch bald in den Stores erhältlich. Eine App, die Basketballer auf der ganzen Welt verbinden soll. Und ich sag's mal ganz ehrlich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe hier heute so einen richtigen Visionär zu Gast. Ne? Also du hast auch jetzt noch einiges vor. Oh ja, also ich möchte echt wirklich den Leuten etwas zurückgeben, ob es Stipendien sind, ob es Basketballförderung ist, ob es den Bürgerpark in Darmstadt schöner zu machen oder der EZB eine Lichtanlage zu spenden, damit die Jungs abends Basketball spielen können. Das wäre so meine Vision. Also es kommt wirklich noch einiges. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute unser Gast warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allem wenn jemand so viele Pläne hat. So, einen letzten Plan hast du noch, nämlich einen Musikwunsch. Was wünschst du dir denn als letzten Song hier von mir? Also ich wünsche mir von Robin Thicke, When I Get You Alone. Warum der Song? Es ist immer, wenn ich aus dem Bürgerpark nach Hause mit dem Fahrrad fahre, die Sonne geht unter und das Lied gibt mir echt ein gutes Gefühl über die Zukunft. Also wenn du zur Arbeit fährst, wenn die Sonne scheint, ne? Vorausgesetzt. Genau, so sieht's aus. Alles klar. Altan, ich danke dir und ich drück dir die Daumen für deine App Call Next. Danke.